Hallo Spielstand und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Anno 1800. Mit Bright Sands können Sie niemals gleichziehen, egal wie sehr Sie sich abrackern. Ja, ist ja sehr ermutigend. Okay, dann dürften wir hier eigentlich auch soweit erstmal alles fertig haben. Zack. Ja, aber da habe ich wenigstens den Platz hier komplett ausgenutzt. Ja, bis auf die 7 Felder hier. Von mir aus das Denkmal hier noch bewundern. Noch eine Reihe Bäume hin. So. Ein Handelsabkommen zwischen Konkurrenten wurde aufgekündigt. Erledigt. Ach halt, das ist ja gar nicht im Dings, ja. Was mache ich denn? Planungsmodus. So. Okay. Planen wir nochmal von vorne. So. Das muss eins nach oben. Dann müsste das genau hinkommen. Hier. Hm.
Spielstand gespeichert. Schade, das Lagerhaus ist genau eins größer. Schade. Aber das passt soweit. Dann können wir. Das ist eine städtische Planung hier, das ist echt der Hammer. Das kann man hier genauso machen, hier können wir noch was hin basteln. Ja, also. Ich habe mich ja jetzt erstmal nur auf Brot und Bierproduktion. Hier haben wir jetzt Seife. Sollte dann auch reichen. Ist auch wieder das gleiche Prinzip, ja. Also, die machen in einer Minute. Der produziert in einer Minute und die brauchen zwei immer pro Minute. Deswegen auch hier vier Schweinefarmen, vier davon. Genau. Und genauso könnte man das jetzt hier auch nochmal, also jetzt, nicht hier, könnte man natürlich dann hier. Ich liebe den Duft von Tau am Morgen.
Spielstand gespeichert. Also der Planungsmodus, den hätte ich lieber auch in anderen Anno-Spielen schon gehabt. Am besten bei 1602, das wäre so geil gewesen. Aber man kann nicht alles haben. So. Zack. Ich habe einen höllischen Durst. Drei oder vier Scheffel. Ich weiß es wirklich nicht. Sprengung! Das geht von Handwesen. Wer sind all diese Wichtigtuer? Eine kleine Sprengung kann ja nicht so kompliziert sein. Eine Schande, dass sie das hierzu nötige Handwerk nicht zu schätzen wissen. Ganz gleich. Die Ladungen sind angebracht, das Gebiet abgesichert. Wir sind bereit zur Sprengung. Boom. Ha! Das war wirklich beeindruckend. Ich frage mich, ob es irgendetwas gibt, das Dynamit nicht aus dem Weg schafft. Tada! Eine besondere Eisen zu Stahl und Stahl zu Waffen. Dann haben wir unseren ersten königlichen Auftrag erfüllt. Wenn wir hier fertig sind, können wir Hasen jagen. Ja, also mit diesem Planungsmodus kann man eine komplette Stadt bauen. Also, wie gesagt, da fängst du ja an, zack. Sp-
Spielstand gespeichert. Die letzte dreht sich natürlich. Es gab eine Chance, als ihr Vater noch lebte. Wozu das Ganze unnötig hinauszögern, jetzt, da er weg ist? Sie versuchen es zumindest. Ich weiß, dass auch Samuel niemals aufgegeben hätte. Es ist keine Schande, Waffen herzustellen. So sie der Verteidigung des Empire dienen. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ein letzter Blick. Im Journalismus hält man dem Leben einen Spiegel vor und sucht nach der Wahrheit. In Zeitungen schreibt man, was verlangt wird. Keine Änderung? Wirklich? Keine Änderungen? Thank you.
Spielstand gespeichert. So. Da haben wir schon mal zum Teil eine Stahlproduktion. Nicht trödeln. Okay. Wir sind völlig unterbesetzt. Ja, ich weiß. Ich arbeite doch schon dran. Darauf trinke ich. So, wenn ich die Arbeiter jetzt nehme, die drei, 1, 2, 3 Felder. So. Ha? Dann haben wir noch 4 Felderarbeiter übrig. Okay. Puh, das wird vielleicht ein bisschen eng, aber man kann das hier vielleicht noch erweitern. Also mal gucken. Den Abend verbringe ich gerne am Tresen. Das bedeutet uns viel. Irgendwas fehlt immer. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich weiß. Das Leben ist in Ordnung.
Spielstand gespeichert. Entschuldigung. Ach der, jetzt weiß ich, wen du meinst. Versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Da. Ja, ich habe aktuell noch keine Arbeiter. Gut, dieses Defizit werden wir in der nächsten Folge dann ausgleichen. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.